Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play von Spiel City Skylines. Ja, in der letzten Folge habe ich hier so eine kleine Autobahn, Ausfahrten, Konstruktion gebaut. ich bin jetzt mal offscreen so ein bisschen über die Stadt geflogen. Hab mir die so ein bisschen angeschaut und habe festgestellt, zum Beispiel hier oben. Das Gewerbegebiet fast leer. Ich habe hier noch ein bisschen nachgebessert. Ich habe viele große leere Flächen durch kleine oder durch gering besiedelte Gewerbegebiete ersetzt. Ja, hier ist auch ziemlich kahl. Hier ist auch fast nichts. Hier ist auch fast nichts. Oh je. Ja, solange noch alles mit Strom versorgt ist, kann es mir egal sein, aber ja, gefällt mir es nicht so, wenn alles so leer ist. Ganz anders schaut es hier aus. Hier ist alles schön voll. Hier, oh, sind Wohngebiete. Ja, okay, hier die Gewerbegebiete. Hier ist auch so ein bisschen Gewerbesterben, würde ich sagen. Und auf der Seite schaut es natürlich ja, auch nicht so besonders gut aus. Deswegen baue ich ab sofort kein einziges Gewerbegebiet mehr. Tada! und wenn ich eins baue, dann werde ich vorher ein altes Gewerbegebiet durch ein Wohngebiet ersetzen oder ja, irgendwie so. Was ich auch noch gesehen habe, hier. Hier ist ja volle Kanne Stau. Hier geht es ja richtig zu. Und deswegen habe ich gedacht, ich baue hier nochmal eine Unterstützungsstraße ein. Und zwar einmal so und einmal so und einmal so. Genau, da können die LKWs von hier quasi sich auf zwei Straßen aufteilen. Wir haben hier nochmal so ein kleines Wohngebiet. Ja, okay, die werden zwar nicht so begeistert sein. Ist noch drin? Ja, ist noch drin. Okay. Hier haben wir ja Industrie, Industrie, Industrie. Ja, das passt auch. Hier, das machen wir nicht, aber das schaut eigentlich so an sich gar nicht schlecht aus. Hier könnte man ja vielleicht hier so ein kleines Feld hinmachen. Strom, ja, Strom ist überall vorhanden. Ja, es könnte LKW sich hier auf zwei Fahrspuren oder zwei Straßen aufteilen. Ja, viele fahren hier rechts raus, okay. Ja, jetzt kommen hier jede Menge Fahrzeuge. Ja, staut sich hier natürlich. Fail. Okay. Ja, Spiel nur mal anhalten. Ich habe eine Idee. Und zwar, ich mache halt diese Straße upgraden. Dann mache ich diese Straße von da nach. Nein. Da nach. Da nach. Da. Genau, kann die LKWs von hier darüber dahin fahren. Okay, alles gut. Sekunde. Das wird so und das wird so und das wird so. Ja, nee, nicht wirklich. Das sind ja sehr kleine Flächen. Da machen wir auch kleine Wohngebiete. Hier machen wir so und so. Ja, okay. Das passt schon so. Okay, schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Busverkehr. Ja, da fährt nach wie vor hier diese Route, aber hier die LKWs. Hä? Der Bus, wo fährst du hin? Bus. Jawohl, Bus, Sekunde. Busverkehr, der könnte ja theoretisch dann hier anhalten, oder? Ist hier eine Haltestelle, ist eine Haltestelle. Ja, alles gut. Sehr schön. Dann wird diese Kreuzung auch nochmal ein bisschen entlastet. Obwohl, ich könnte ja einen Bus. Schicke ich einfach so entlang. Genau, und ist hier die Kreuzung noch mehr entlastet. Hier die Haltestelle, ja, ja, das schaut ganz gut aus. So machen wir das. Und jetzt, wenn man genau hinschaut, sieht man, der Stau ist fast weg. Ja, fast. Ist relativ. Hier viele LKWs nehmen diese Route und fahren dann direkt hier einen Tunnel, schätze ich mal, oder? Ja, sehr schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich könnte aber auch. Hier geht die Straße so und so.
Ja, staut sich hier wieder ein bisschen. Das ist alles relativ. Warum bleibst du hier stehen? Fahr halt weiter. Der will wahrscheinlich geradeaus, kann aber nicht, weil hier jetzt die Straße zu kurz ist, um hier stehen zu bleiben in dem Feld. Mhm. Ja, aber egal. Jetzt fährt er weiter. Aha. Es wartet eher auf den LKW. Oh Gott. Spiel ein bisschen beschleunigen. Schau mal, was passiert. Ja, staut sich hier hinten. Oh, super. Fährt er weiter. Ja, die wollen geradeaus. Können aber nicht. Ach komm. Macht sie das extra oder wie? Ah, Spiel nur anhalten. Waren wir komplett rum. Tut mir leid. Und zwar von hier, halt von hier nach da. Genau, das passt so. Dann Wohngebiet. Hier machen wir nichts. Das passt hier so, das lassen wir so. Tada. Der Bus findet auch seine Route. Jawohl. Und dann geht das? Jawohl, das geht. Bisschen hardcore, aber geht halt nicht anders. So, und dann gehen wir hier zweispurig weiter. Da werden wahrscheinlich viele LKWs diese Route nehmen. Ich hoffe mal nicht alle, aber viele. Geht das so und dann so? Was war das? Ja, das schaut gut aus. Okay, das Spiel kann weiterlaufen. Ja, es wird hier diese Straße auch wieder enorm entlastet. Die ist ja schon richtig blutrot. Ja, es kennen sich die LKWs nicht mehr aus, ist klar. Oh. Halt, gehen wir wieder in die Oberfläche. Hier das mal upgraden. Na? Jawohl, dann passt es auch wieder. Ja, genau, du hast den richtigen Weg gefunden. Okay, der Bus, der ja, findet seine Haltestelle schon. Die von alle geradeaus, die wollen hier in den Tunnel rein. Die von hier in Untergrund und kommen dann automatisch hier rüber. Die. Warum fahren die jetzt darüber? Was soll ich das zur Einbahnstraße machen? Ist jetzt die Frage. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Das ist quasi Einbahnstraße, dass man nur von da nach da fahren kann. Aber die meisten fahren ja. Achso, der fährt darüber, okay. Nimmt überhaupt noch jemand diese Route dann? Ja, das wäre schon witzig, wenn es keiner mehr diese Route nimmt. Ja, nee, so gefällt mir das nicht ganz. Ihr verarscht mich doch. Und nein, ich will die Straße abreißen. Die Straße. Jawohl, die Straße. Und die Straße. Und. Diese Straße und diese Straße. Halt. Naja, nicht Gebäude. Ja, egal. So, und dann nochmal das da. Genau. Dann gehen wir von da nach da. Naja. Nee, ich will die Straße abreißen. Verstehe nicht ganz. Ich bin im Untergrundbaumodus oder wie es immer nennen. Und dann kann ich oberirdisch Gebäude abreißen. Wieso? Das macht doch gar keinen Sinn. Genauso hier. Ich müsste jetzt den Park abreißen. Nein, natürlich nicht. Wenn ich so jetzt irgendwie hindrehe. Noch flacher geht's nicht. Nee, es geht einfach nicht. Ha. Hier geht's wieder, komischerweise. Okay, vielleicht nochmal neu probieren. Von da nach da. Nee, nach da. Jawohl, schon viel besser. Okay, haben wir das auch geklärt. Dann gehen wir wieder in den Obergrund. Obergrund. In die Oberfläche. Dann fahren wir es hier ein bisschen um, dass hier ein bisschen schöner ausschaut. Machen wir Einbahnstraße. Ja, die kann bleiben. Kein Problem. Machen wir hier so.
Genau, dann ist hier wieder ein bisschen Ruhe in dem Viertel. Hier haben wir ein Wohngebiet. Größeres Wohngebiet. Großes, kleines Wohngebiet. Okay, ja, schaut ganz gut aus. Hier, das wäre auch noch mal umbauen. Schnapsidee. Gehen wir in den Untergrund. Untergrund, genau. Halt. Das bauen wir um. Und zwar gehen wir von hier. Genau so. Und dann. Nee, falsche Straße. Die schaut besser aus. Die hat auch den schöneren Übergang zum Untergrund. Kannst du noch länger ziehen? Nee, das wollte ich schon. So. Und dann gehen wir mit der Schnellstraße direkt daher. Okay, alles gut. Es wird hier dessen noch mehr entlastet. Hier die LKWs, die fahren. Dann könnte ich aber theoretisch diese Straße wieder zu einer Meilenstraße machen und nicht zur Einbahnstraße. Aber dann gibt es hier wieder eine. Hier wieder eine Ampel. Ja, okay, so viele Fahrzeuge kommen jetzt hier auch wieder nicht. Hier fehlt eine Bushaltestelle. Ja, das passt schon so. Viele Fahrzeuge fahren jetzt hier in den Untergrund, wo sie auch hin sollen. Da stören sie keinen. Oh, hier sind jetzt Gebäude weggefallen. Ein Fehler, oder? Ne, alles noch ganz. Nichts kaputt. Sehr schön. Aber was hier LKWs unterwegs sind, ich würde mich aufregen als Anwohner. Hier im Tunnel staut sich es auch schon wieder. Oh ja. Wo soll ich den Tunnel weiterziehen? Irgendwie daher? Ach nee, das passt schon so. So können sich die Fahrzeuge direkt aufteilen in die Richtungen oder in die richtigen Fahrspuren, wo sie hinwollen. Einmal hier für diese Straße, für das Gebiet und einmal hier so geradeaus für die größere Straße, für den Rest. Ja, sollte reichen, oder? Jawohl, es wird hier wieder fleißig gebaut. Sehr schön. Staus gibt es auch fast keine mehr. Okay, hier im Untergrund und hier. Oh. Uiuiui. Muss er vielleicht nochmal irgendwie eine Nebenstraße einbauen? Ja, das bringt aber auch nicht wirklich was. Ja, der will jetzt auch hier rüberfahren, kann aber nicht, weil hier zu wenig Platz ist. Und die anderen wollen alle geradeaus, schätze ich mal. Ja, hier sind einfach die Straßen zu eng beieinander. Oder ich mache im Untergrund eine Weiche, wo darüber geht. Das wäre auch eine Möglichkeit. Okay, nehmen wir diese Straße von da nach. Nee, komm. Jawohl, von da nach. Ja, hier muss ich schon ein bisschen nach unten gehen, dass ich unter der U-Bahn durchkomme. Jawohl. Dann gehen wir darüber. Na halt, jetzt bin ich viel zu tief. Ich muss ja wieder. Oh nein, ist das Gebäude abgerissen. Ah. Genau, jetzt muss ich von. Aha, komm. Muss ich von da. Wenn ich nach da fahre, schon mal wieder eine Ebene nach oben und dann schließe ich hier an. Ah nee, Untergrund. Genau, so. Und jetzt sollten die meisten Fahrzeuge hier diese Route nehmen. Also ich hoffe es jetzt einfach mal. Anders geht's nicht. Schauen wir mal kurz, was passiert. Jawohl, jawohl. Ein LKW nimmt diese Route und ein Kleintransporter oder was auch immer ist. Fahren wirklich sehr viele Fahrzeuge hier rein. Im Untergrund kann man doch jede Menge Fahrzeuge unterkriegen. Hier am Bahnhof geht es auch richtig zu. Oh, dafür gibt es hier im Tunnel Staus. Okay, ja, weiß nicht beabsichtigt, aber egal. Hier im Tunnel stören es keinen die Staus.
Weil ich könnte ja, Sekunde, Einbahnstraße hier hin machen. Dann wird hier der Verkehr schon ein bisschen abgebremst. Mal schauen, ob das was bringt. Ja, weil fährt er gleich ein bisschen langsamer. Das, was ist? Müllfahrzeug. Okay, cool, passt. Dann ist eigentlich diese Straße fast schon wieder umsonst. Na nee, die lassen wir so. Der Wahnsinn, was hier Fahrzeuge reinfahren. Uiuiui, da geht's zu. Dafür stauen sich jetzt hier die ganzen Fahrzeuge und die kommen hier nicht mehr weg. Obwohl, ja, das geht schon. So kann es bleiben. Okay, cool. Dann. Ja, ich sehe schon wieder, die Folge wird wieder zu lange. Ja, nicht ganz. Unter 20 Minuten sind wir noch. Mal vielleicht das schöne Thumbnail. So. Na, Tunneleinfahrt sollte man vielleicht schon sehen. Ja, so irgendwie so schräg wäre cool. Ja, so genau. Schönes Thumbnail, sehr schön. Ah ja, bevor ich es vergesse, es gab ein neues DLC und das DLC. Halt, wo sind wir denn? Nein, da war nichts Neues. Oh Gott, wo war das? Na hier, genau. Panda-Schutzzentrum. Also, beziehungsweise ist ein gratis DLC. Also den Namen vergessen, wie das heißt. Ja, auf jeden Fall irgendwas mit East was, East. Ah, das habe ich wieder vergessen. Ja, in der nächsten Folge verrate ich euch den Namen, wie das heißt. Hier gab es auch nichts Neues. Nanotechnologiezentrum. Hey, hier war das schon beim letzten DLC dabei? Ich denke schon. Was haben wir hier? Zoo? Nee. Ja, da ist Skigebiet. Boah, würde ich gerne bauen. Ist ein Riesenteil. Ist echt riesengroß. Aber, wenn man schaut, Besucherkapazität 360 und da würde auch jede Menge neue Besucher anlocken und ich hoffe auch mal, die Gewerbegebiete in der ganzen Stadt würden da ein bisschen unterstützt werden. Ja gut, dann würde man sagen, war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Cities Skylines. Also macht es gut, bis dann, ciao.